So hat es gestern das Rickenbach im Dartcenter genial daneben 12 Stunden lang getönt. 6 Dartverrückte haben probiert, den Weltrekord im Dur-Dart-Spielen von 497 Spielen in 12 Stunden zu brechen. Für Pausen war kaum Zeit und so hat schon nach 9,5 Stunden Stefano De Vito ins Schwarze getroffen. Mit dem 500. Spiel hat er den alten Weltrekord gebrochen. Hätte man nicht mitgezählt, wäre ihm das allerdings fast nicht anzumerken gewesen. Hast du nicht schon? Ja. Ist nicht mehr Freude? Doch, aber zuerst nachher, wenn ich mehr Punkte gehe, schlussendlich. Die Konkurrenz ist schließlich noch im Rennen. Und einen Eintrag ins Guinness-Buch gibt es nur für den Tagessieger. Immerhin für ein kurzes Telefon mit der Freundin langt es dann gleich noch. Ich habe einen Weltrekord geholt. So richtig ist aber die Freude vermutlich erst aufgekommen, wo bis am 10 Uhr Abend auch noch 3 weitere Männer den Rekord gebrochen haben und Stefano De Vito mit sagenhaften 600 Spielen als klarer Gewinner festgestanden ist.